Jetzt stehen ja nicht nur Vorfeldorganisationen der ÖVP im Blick. Es gab auch in Vergangenheit andere Konstruktionen mit parteinahen Vereinen, die auch zu möglicherweise fragwürdigen Geldflüssen geführt haben. Was kann der Rechnungshof bei parteinahen Vereinen kontrollieren? Man wird es ja irgendwie definieren müssen. Wie wird das gesetzlich umsetzbar sein? Ja, es wird genau beschrieben werden müssen oder genau festgelegt werden müssen, welche Befugnisse hier der Rechnungshof hat. Dass der Rechnungshof, wenn das so Vorfeldorganisationen einer Partei sind, genauso die Befugnis hat, deren Bücher zu prüfen. So wie der Rechnungshof halt ein öffentliches Unternehmen prüfen kann. Wenn der Bund in einem bestimmten Ausmaß beteiligt ist oder ein Land, kann ein Rechnungshof, also Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof, prüfen. Und genau das braucht man auch bei diesen Vorfeldorganisationen der Parteien. Weil an sich ist es ja lächerlich. Nicht, wenn es ganz leicht möglich ist, dass ich jemanden dazwischen schalte, eben so ein Institut oder wie immer ich das dann nenne, das Gelder bekommt und gleichzeitig auch jetzt Veranstaltungen einer Partei, Werbemittel einer Partei finanziert, ja, dann kann ich natürlich Beschränkungen der Wahlkampfausgaben zum Beispiel ganz leicht umgehen. Und es ist eigentlich die Partei dann eigentlich, ich sage das jetzt, klingt ein bisschen zynisch, schlecht beraten, die diese Wege nicht wählt, weil sie ja von vornherein geringere Chancen hat. Die Leute sprechen ja mal auf Werbung an, auf Information an und der hier mehr Mittel einsetzen kann, der ist dann auch erfolgreicher als der andere. Und daher, um hier Fairness zu erreichen, um gleiche Bedingungen zu erreichen, braucht es diese Kontrollmöglichkeiten.